mit Bern um 20 nach 8 in 1 Live. Mit 19. Unfähig sein zu arbeiten, weil man krank ist. So ging es Claudia aus Nordkirchen. Sie brauchte eine neue Lunge und die hat sie jetzt auch. Heute am Tag der Organspende, da gucken wir mal auf Claudias Geschichte. Hallo Claudia. Hallo Freddy. Seit wann hast du denn deine neue Lunge? Seit dem 20. März 2012. Oh, das kam jetzt aber direkt. Ja, ist mein Geburtstag, mein zweiter. Dein zweiter Geburtstag, ja. Feierst du den auch? Natürlich. Wie? Ja, mit einer Party jedes Mal. Alle Leute eingeladen, gegrillt und sowas. Und vielleicht noch eine Benjamin Blümchen Geburtstagstorte, wie sich das gehört. Ja, nicht wirklich. Wieso war denn bei dir überhaupt irgendwann der Punkt erreicht, wo du eine neue Lunge brauchtest? Was war da los? Also ich habe von Geburt an Mukoviszidose. Mhm. Das ist eine erbbare Stoffwechselerkrankung. Und da wird natürlich die Lunge mit der Zeit immer schlechter. Und die einzige Aussicht ist halt einfach ein neues Organ, damit man überhaupt weiterleben kann. Oder man stirbt halt einfach. Wie lange hast du gewartet insgesamt? Ich habe 2 Jahre, 3 Monate gewartet. Oh, und Wie schwer war da die Wartezeit? Also am Anfang war es sehr schwer, gerade wenn das Telefon klingelte. Man hatte immer Herzklopfen und dachte, jetzt ist der Anruf da. Aber irgendwann habe ich dann doch ein bisschen mehr abschalten können. Habe gesagt, gut, komm, wenn er irgendwann kommt, dann kommt er. Und ja, man lebt halt einfach irgendwie in den Tag hinein. Ne? Man versucht das rumzukriegen, man versucht halt nicht krank zu werden in der Zeit, nicht noch mehr abzunehmen, sage ich mal. Ja, ich wollte gerade sagen, inwiefern hat dich das Warten auf die neue Lunge im Alltag denn eingeschränkt? Also du hast schon gesagt, klar, krank werden oder sowas durfte man natürlich nicht. Wegfahren auch nicht. Was war noch, wo du dir gesagt hast, okay, das und das mache ich jetzt alles nicht, weil ich warte jetzt auf die Lunge? Ja, natürlich, wenn Freunde krank waren, da bin ich halt nicht hingegangen. Ich war natürlich, ich saß im Rollstuhl, ich hatte 24 Stunden Sauerstoff, ich wurde nachts beatmet. Da konnte man nicht mehr so viel machen. Ne? Wenn ich mal einen guten Tag hatte, dann konnte ich wirklich mal mit dem Hund eine Runde gehen. Und das war's aber auch. Hattest du auch manchmal Angst, dass du vielleicht nicht mehr schnell genug eine neue Lunge findest? Also wenn man dann tatsächlich doch nochmal einen Infekt hatte, der einen wieder wirklich knapp an den Tod gebracht hat, da hat man echt Angst gehabt, dass der Anruf nicht kommt, ja. Oh Gott. Das geht an die Substanz dann, ne? Aber der Anruf ist dann ja eben doch gekommen. Und wie es dann weiterging bei dir, was die neue Lunge für dich auch alles bedeutet, darüber sprechen wir gleich. Es war ihr zweiter Geburtstag. So hat Claudia aus Nordkirchen eben bei uns in 1 Live den Tag beschrieben, an dem sie eine neue Lunge bekommen hat. Claudia, das war ja eine echt komplizierte OP, so eine neue Lunge. Das ist ja nicht einfach Blinddarm. Hattest du eigentlich Angst davor? Ehrlich gesagt, ich hatte keine Angst vor der OP. Mhm. Weil wenn ich sterbe, sage ich mal, wäre ich in Narkose gestorben. Also ich konnte im Prinzip ja nur gewinnen bei der ganzen Sache. Gott, aber Claudia, ein bisschen Angst hattest du schon. Ja, vorher vielleicht, aber wirklich direkt davor eigentlich nicht. Also der Anruf, der kam nachts um 4 Uhr. Okay. Da hat Hannover halt angerufen, dass sie ein Organangebot haben mich gefragt, wie es mir geht. Habe ich gesagt, gut, aber mir würde es zu gut gehen für ein Organ, sagte ich noch. Und dann sagten die, ach, kommen Sie mal, das entscheiden die Ärzte. Wie, du hättest freiwillig gesagt, komm, ich warte noch ein bisschen. Du hast da im Rollstuhl gesessen, wurdest beatmet und hast trotzdem noch gesagt, na gut, vielleicht braucht jemand die dringender als ich. Ja, das Problem ist, wenn man so krank ist, man sieht es selber nicht ein, dass es einem schon so schlecht geht. Man selber meint immer, es geht einem noch gut. Das Umfeld sieht aber, dass es dir eigentlich total beschissen geht. Aber du selber machst dir einen vor. Gut, dann bist du operiert worden, dann bist du wieder aufgewacht. Als du wieder aufgewacht bist, macht man sich da so Gedanken, jetzt habe ich die neue Lunge, wem hat die wohl vorher gehört? Also ich habe es tatsächlich ja vorher gesagt bekommen, von wem die ist. Eigentlich macht man das ja nicht, aber er hat es mir halt gesagt, ich bin halt so klein. Und dafür musste ein kleiner Mensch quasi auch am Hirntod versterben. Und deswegen weiß ich, dass es eine jüngere Frau ist. So, und nach der OP hatte ich ja den Tubus noch drin. Das heißt, ich konnte selber noch gar keine Luft holen. Den hat man mir eine Stunde später gezogen. Und dann habe ich einfach mal Luft geholt. Und zwar so viel Luft, wie ich in meinem Leben vorher nie Luft geholt habe. Und für mich war die Lunge in dem Moment meine Lunge in dem Moment. Also nicht irgendwie was Fremdes. Was viele ja auch verspüren, es könnte doch fremd sein. Aber nee, für mich war das wirklich in dem Moment angenommen. Was würdest du denn sagen, jetzt dein Leben vor deinem zweiten Geburtstag und nach deinem zweiten Geburtstag? Inwiefern hat sich das alles verändert? Ja, um 180 Grad. Also man muss überlegen, ich bin mit 19 Jahren in Rente gegangen und konnte halt nicht arbeiten. Aber jetzt nach Transplantation kann ich endlich das machen, was ich möchte.
Und zwar das, was ich jetzt gerade zum Beispiel auch beim Bundesverband der Organtransplantierten mache. Einfach Organspende aufklären, für die Transplantierten da sein, für die Wartepatienten da sein, für die Angehörigen da sein und sowas. Also ich bin wirklich viel unterwegs mittlerweile. Und es macht richtig Spaß. Claudia, Respekt für alles. Ich wünsche dir jetzt noch einen guten offiziellen Tag der Organspende heute und noch ein schönes Wochenende. Ja, vielen Dank ebenso. 1 Live mit Freddy Schürheck.